So, willkommen zurück. Das ist das zweite PHP-Tutorial und ja, heute zeige ich euch, wie man Hello World in PHP macht und so. Wie man es in jeder Programmiersprache macht. Dazu bearbeitet man einfach mal die Datei, die wir haben hier. Also, ja, wir haben vom letzten Tutorial info.php. Die sollten wir unbedingt löschen, denn falls irgendjemand auf die Datei zugreift, weiß er genau, was du für Apache-Version hast, was für PHP-Version hast. Und weiß unter anderem auch, was für Schwachstellen dieser hat. Und das sollte natürlich nicht so sein. Dann löschen wir die und machen eine neue Datei namens irgendwie hallo.php. Und jetzt mal, in der letzten Mal haben wir ja Folgendes geschrieben gehabt. Jetzt erkläre ich, was das alles soll. Und zeige ich euch noch, was das ein Hello World Beispiel. Also hier, das ja. Auf der ersten Zeile hier, das ist das öffnende PHP-Tag. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr darin PHP-Code schreiben. Ja. Es gibt auch andere Varianten, das zu machen, zum Beispiel diese Variante. Oder man kann es auch so machen. Aber ich mache es immer so. So machen es die meisten und so funktioniert es überall. Wenn man es so macht, kann es sein, dass es nicht überall funktioniert. Ist zwar kürzer, aber es funktioniert unter Umständen nicht bei allen PHP-Konfigurationen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, das habe ich auch schon irgendwo das kann man gleich auch machen, irgendwie so ASP-Tags oder so, nennt man das, ich weiß nicht. Kann man auch machen, aber das funktioniert eben nicht überall. Darum werde ich es unbedingt so machen. Und man kann das Tag natürlich auch schließen, einfach so. Und jetzt ist PHP fertig und man kann andere Sachen machen. Ja, und hier oben auch. Aber zu dem auch später. In den PHP-Tag drin kann man überall Befehle so reintun, wie zum Beispiel der Befehl Echo. Und dann kann man in Anführungszeichen, in doppelten Anführungszeichen, das findet ihr, wenn ihr Shift drückt und die 2 auf meiner Tastatur jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch steht. Und dann könnt ihr einfach Sachen angeben, wie zum Beispiel Hallo, Welt. Und dann nach jedem PHP-Befehl kommt ein Semikolon. Das vergisst man oft und ja, dann speichert man das Ganze und man kann es ausführen. Also ja, zum Tag am Schluss, man muss es nicht unbedingt machen, wenn man nachher sowieso kein PHP mehr macht, aber es ist eigentlich nur optional, so mehr oder weniger. Wenn die Datei fertig ist, dann ist PHP auch fertig, so gesagt. Also ja, hier habe ich die Datei genannt, hallo.php, dann öffnen wir die mal, gleich mal hier drin. Und wir sehen Hallo Welt. Genau, also das, was ich hier drin getan habe. Dann fragt man sich jetzt natürlich, was bringt denn das? Ich kann ja das natürlich auch einfach gerade so ohne das PHP machen, einfach hier nur Hallo Welt reinschreiben. Das geht ja auch. Und so ist es. Es funktioniert genau auch so. Aber mit PHP kann man natürlich nur mehr machen, als nur Sachen ausgeben. Und das ist das nächste, was ich zeigen wollte. Ich kann mitten in der Datei das PHP-Tag öffnen. Und dann vielleicht noch was anderes schreiben. Bye zum Beispiel. Und hier kann ich natürlich wieder ein Echo-Befehl machen. Und hier in doppelten Anführungszeichen einen Text angeben. Doppelte Anführungszeichen, Semikolon und nochmal was eingeben. Und ihr seht, es wird alles nacheinander ausgegeben. Natürlich kann man jetzt auch HTML ausgeben, das ist ganz logisch. Zum Beispiel so ein Bold Tag. Und ja, es funktioniert einfach. Natürlich kann ich jetzt hier rundherum so eine Basic HTML Struktur machen. Also wir haben hier kein HTML Tutorial, dann mache ich das nicht ganz korrekt. Aber nur zum Zeigen, dass es funktionieren würde. Und ja, einfach so zum Zeigen, dass ich so gesagt überall das PHP-Tag öffnen kann, wo ich will. Und dann noch das HTML-Tag schließen. Hier geben wir zum Beispiel mal Hallo aus. Und hier können wir mal einen Title-Tag machen. Dann öffnen wir auch das PHP-Tag hier und geben hier zum Beispiel mal aus Titel. Ganz schlicht. Wieder Semikolon nicht vergessen und es funktioniert eigentlich. Speichern und
Zeigen wir es hier. Das hat es jetzt nicht gleich gerafft. Könnte es sein, dass es. Die Frage ist, was ich habe ich falsch gemacht? Ach, nein, nicht. Warte mal. Ja, mein Fehler war wirklich blöd. Ich habe dieses Title Tag vergessen zu schließen. Und. Nein. Ja, der Fehler war wirklich blöd. Ich habe hier vergessen, das Title Tag zu schließen. Darum wurde nichts dargestellt. Wenn man das sich neu lädt, dann sieht man, es funktioniert jetzt. Genauso wie ich wollte. Also war ein HTML-spezifischer Fehler. Und so geht das. Ich kann natürlich auch mehrere Echo-Befehle nacheinander ausführen. Wie zum Beispiel da noch in so einen Text. Das geht ohne Probleme. Und ich kann auch nochmal einen PHP-Tag öffnen, wo ich will. Kommt eigentlich nicht drauf an. Und hier auch nochmal Text ausgeben. Nur so zur Verdeutlichung. So einfach geht das. Ja, das war's mal fürs Erste. Im nächsten Tutorial werde ich sicher mal ein paar mehr Befehle lernen, als nur das ist Echo und vielleicht noch PHP-Info. Es gibt noch viel mehr. Und ja, Variablen oder sowas werde ich auch vielleicht zeigen. Und ja, stay tuned.